Ja, grüß euch, liebe Leute. Ja, ich bin gerade angekommen hier mit dem wunderschönen Schiffernagel SS Maria Theresia Rotterdam. Direkt von London daher. Da. Und da hier die stürmische Donau. Ne? Auch eine Augenweide. Ne? Ah, ich freue mich wieder, dass ich in Wien bin. Naja, ich bin ja teils. Einerseits bin ich ja Engländer, andererseits bin ich ja Wiener. Ja. Aber das ist halt doch meine Muttersprache, das Wienerisch, das Englisch beherrsche. Mittlerweile auch schon sehr, sehr gut, aber nicht so gut wie das Wienerische, den Wiener Dialekt. Ne? Und das muss ich euch erzählen, ja, auf diesem wunderschönen Reiseschiff, ja, SS Maria Theresia Rotterdam, ja, Rotterdam, es wird sich wundern, warum Rotterdam, ja, wir müssen umsteigen, ja, wir müssen umsteigen, also von London mit dem Schiffernagel da in Rotterdam, weiß nicht, was da war, haben wir müssen umsteigen, ja, also da gibt es ja zwei Rotterdam, ne? Der eine ist die Hauptstadt Rotterdam und der andere ist das Schiff Rotterdam, also von der Hauptstadt Rotterdam dann auf das Schiffernagel Rotterdam umsteigen und dann direkt daher, also, weiß nicht, war das da rein dazwischen, rein, mir ist das uninteressant, ich muss mich mit chiffrierte Nachrichten auseinandersetzen, mit Codes, ja, also nicht mit dem Code, nicht mit dem Code von Popo, sondern mit Codes, ja, eigentlich ein stinkfade Hocker oder was, ja. Und ich muss jetzt in Wien wieder ausmachen, böse Geheimagenten. Ah, da geht schon zu, ne? War das die Feuerwehr, war das die Rettung oder die Polizei? Ich kann diese Sirene gar nicht mehr auseinanderhalten. Die erste war, ich trage keine Gusche, ich brauche ein Bier. Nein, ist mein Martini geschüttelt, nicht gerührt. Na, schau ein bisschen ins Wasser, ne? Vielleicht habe ich dann so eine trockene Kehle, ne? Ist ja wurscht, egal, also wurscht, jetzt bin ich wieder in Wien, habe einen eigenen Auftrag und der lautet natürlich wieder einmal, na wen? Im Blofeld, ne? Nein, ich bin ein Dorftrottel, die Reise hat mich ganz deppert gemacht. In Dr. No muss ich suchen, also jagen, suchen, jagen und finden und natürlich kaltstellen, ja, in die Donau werfen, ja. Jetzt ist es so kalt, es ist der 5. Oktober 2021, heute haben wir sommerliche Temperaturen, ja, und ja. Aber so um den Schiff, ja, ich habe eine Doppelkabine mit einem französischen Fenster, ja, da, auf der Seite, da gibt's mehrere Gassen, ne? Die erste Gasse, zweite Gasse, dritte Gasse, ne? Ja, nein, nicht die falsche. Die erste Gasse ist, ja, da ist eine Doppelkabine, ein französisches Fenster praktisch, wo du kannst aufmachen, bla bla. Und da habe ich zwei Dusses gehabt, also über Nacht, wenn wir auf Fahrt waren, ne? Und der Grip ist bedürftig sowieso. Und ja, und zwei Dusses, ja, da war angenehm war das, ne? Und ja, hell, ich bin nicht geschlafen, nein, ich bin beim Stepper dann von der Buderei dann in den Frühstückssalon gegangen, wo das zweite Glas ist, dass ihr es wisst, ja, von dem wunderschönen Fischernagel, Alter, Schiefernagel ist, ne? Da hast du nur halb das Fenster, ne? Und eine Kabine, und in der 1er Kabine, oder war das die 3er Kabine, ich kenne mich bei diesen ganzen Arschloch Deck-Kategorien gar nicht mehr aus, ich bin ja kein Schiffskapitän oder kein Seemann oder was ich was, ja, wurscht. Was ich dringend erzählen will, ja, vor die Woche war ich auch in Wien, aber da bin ich mit dem Bus gefahren. Teilweise mit dem Bus, teilweise mit der Bahn, ja. Und da bin ich zu meiner Hausbank gegangen, ich darf den Namen nicht erwähnen, ja. Da war ich entsetzt, ja. Meine Bankomatkarte wurde eingezogen. Warum, ja? Ich war ganz deppert oder was ich was, weil meine alte Adresse in Wien, ja, die war in Hanais, ja. Und die Trotteln haben meine eigene Bankomatkarte, ja, an die alte Adresse nach Hanais geschickt, aber jetzt ist ja meine Zwischenstation, also in London sowieso, das in Chelsea in London, ja, wohne ich ja, und da wohne ich auch im zweiten Bezirk, ja. Und die Trotteln haben das, und da habe ich einen Postcenter-Auftrag gemacht, das hat mir einen Horror Geld geholt, 29,90 € für ein halbes Jahr, ja. Na, ist ja wurscht. Und jetzt habe ich natürlich einen Trabelskopf gemacht, ne, mit der Bank draußen, die Wahlleiber, und hat gesagt, ja, ohne Meldezettel kannst du es nicht gleich ändern, ist ja wurscht. Und in einer Woche kriege ich jetzt die gleiche Bankomatkarte, jetzt bin ich noch jetzt Diebeneiger, also total flach, ja, aber wäre ich eh der weltberühmte James Bond, der Wiener James Bond, ja, da kriege ich eigentlich eh alles gratis. Also, nicht, also die Schifffahrt war sowieso eine Dienstreise, uninteressant, die zwei Hosen in meiner Doppelkabine samt französischen Fenster waren natürlich auch alles gratis. Und ja, was ich noch sagen will, ja. Yes. Ach so, da könnt ihr auf ein Bier gehen. Ah, ich darf kein Bier trinken. Ich bin ja der James Bond, ich darf nur ein Martini geschüttelt. Nicht gerührt, geschüttelt, nur trinken. Aber eigentlich habe ich keine Lust. Die Sportler kann ich überhaupt nicht sehen, die Raufahrer hasse ich sowieso.
Da gingen sie, ja, aber weil ich oft in Wien bin, im zweiten Bezirk, ist ja, das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja eine Seuche. Ja. Also die fahren prinzipiell am Gehsteig, die Radfahrer, die Rollerfahrer, naja gut. Ich bin kein Polizist von Wien oder was, oder kein Wachorgan oder wie auch immer, ja, aber ich jetzt ja alle die drunter schmeißen. Wurscht, scheißegal, ich befinde mich jetzt hier da sicher, todsicher hier auf dem Quai, auf dem Donaupromenaden-Quai, ja, und ich kann mich gar nicht trennen von dem wunderschönen Schiff. Also die Uni-World SS Maria Theresia, die haben uns wirklich auch da. Das war so super, die Reise. Ja. Gesehen habe ich nichts, ich war meistens im Bett mit den Hosen. Ja. Nein, das Frühstücksbuffet war super und ja, und oben am Deck, warte mal, was sowas war, na das schaut ja aus wie ein zwei UFOs, was hängen geblieben sind. Das ist an die Flagge, ja. Ja, Rotterdam habe ich nicht gesehen. Nein, Rotterdam habe ich nicht gesehen. Aber gelesen habe ich es gerade da am Schiff, ne? Rotterdam. Ne? Und ja, da oben, da hast du die Rettungsringe, sowie zahlreiche Rettungsringe, immerhin zwei, ja. Also mehr als auf der Titanic, ne? Titanic, sagt man auf Englisch, ne? Titanic, ja. Die haben wahrscheinlich nur angehabt, deswegen ist es untergegangen, wurscht. Und ja, das ist ein Spion. Die hat jetzt einen Hund am Arm und einer der Leine. Das ist markant. Signifikant ist es. Das bedeutet, der eine Hund, ja, aber wenn er ausschaut, wenn er schlafen der da, ja, oder so wie er ausschaut, ja, der beäugt das Schiff und der andere schaut zu dem Umgebung an. Ne? Und Bötscher. Ein Gegenspionen. Das ist schnell gefahren. Naja, wurscht. So ist ins Glück gefahren, ja. Ja, das war halt mein Geheimagentenleben. Ja, ich freue mich jetzt schon, da vorne ist da einer, da ist ein Arsch von Nagel, aber das ist ein Arsch, schon, das war wie ein Schlepper oder ein Schuber, wie man dazu sagt, in der Seemannssprache, also in der Binnenschiffsfahrtseemannssprache. Das sind die Binnenschiffe, die Kapitäne, die was diese Schiffe Nageln da fahren, sind Binnenschiffe. Die, was am Meer sind, sind normale Schiffe. Ne? Die schiffen einfach nur einfach die Erde oben, ne? Die Erde oben, ne? Oder ins Meer natürlich, aber Erde bzw. Asphalt ist weniger vorhanden, direkt am Meer. Wurscht. So, danke, Namet. Und jetzt muss ich mich ein bisschen kümmern um meinen lebensgefährlichen und atemberaubenden Geheimauftrag hier in Wien. Hier auf der Donaupromenade. Was ist hier da? Nix. Arsch. Und jetzt da. Scheiße drauf, da hat Martini geschüttelt. Oder auch gerührt trinken, ist mir eh scheißegal, ja. Und jetzt fahre ich mir ein, da fuhren, da gibt's ein Lokal, das heißt Donaubeisel, da baue ich mir jetzt da vier Kriegel rein, ja, dass meine Gurgel nicht verrost. Also grüß euch, habe ich dir.